Also das Spiel war auf jeden Fall hart umkämpft. Wir hatten die ersten 15 Minuten haben wir dem Gegner geschenkt. Wir waren unkonzentriert, noch nicht so richtig wach, aber dann richtig gut reingekommen und hatten dann auch unsere Chancen. Und auch in der zweiten Hälfte hatten wir unsere Chancen, die ja den Glückstreffer, den Sonntagsschuss vorverlegt auf Donnerstag. Und wir haben es vorne nicht reinbekommen. Also schlussendlich knappe Sache, aber die haben das Tor geschossen, also sind sie weiter. War anstrengend. Wir haben viel gekämpft und genau das wollten wir. Wir wollten als Team agieren und wir haben halt, sobald jemand den Ball verloren hat, sind gleich zwei, drei nachgerückt und haben halt niemals irgendwie aufgegeben und haben ab und an auch recht clever gespielt. Das heißt, den Ball zu halten dann und ja, ich glaube, dass uns der Sieg schon verdient am Ende ja, gegeben wird oder haben uns erarbeitet. So. Natürlich, Revanche, da gibt es nur den Sieg, nichts anderes. Genau das gleiche wie heute. Wir werden mit Selbstvertrauen halt schon daran gehen, werden aber volle Kanne halt vorpreschen und uns nicht auf den Sieg heute ausruhen, überhaupt nicht, sondern werden am Sonntag von null sozusagen beginnen und werden dann nochmal ein bisschen eins drauflegen und sie nochmal schlagen wollen. Gewinn, da gibt es nichts anderes. Gewinn, Gewinn, Gewinn. Also wenn wir schon ins Berliner Pokalfinale kommen, wollen wir es auch gewinnen. Da gibt es nichts von wegen nur dran teilnehmen oder sowas. Und da sind wir alle richtig heiß drauf und wir wollen den Pott haben.